Was sind denn nun die Gaben der Vielbegabten? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Mein Name ist Katrin Stigge und ich arbeite mit vielbegabten und hochsensitiven Menschen zusammen. Ich habe die vielen Gaben jetzt mal in 8 Gabenpakete zusammengefasst, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wer die denn überhaupt sind, die Gaben und die Vielbegabten. Die erste Gabe der Vielbegabten ist ihre hohe und schnelle Auffassungsgabe. Sie hören nicht nur mit den Ohren zu, sie schauen nicht nur mit den Augen. Es ist unglaublich schnell, wie sie Sachverhalte erfassen, zum Kern des Themas durchkommen, ein Denkfeld erobern. Immer wieder faszinierend, das zu erleben und dann auch gleich zu spüren oder zu hören, wie schnell sie Lösungen da haben. Die zweite Gabe der Vielbegabten ist das Lernen. Ein Tag ohne Lernen ist ein verlorener Tag. Sie brauchen das Lernen, wie wir Sauerstoff zum Leben brauchen. Und es ist immer wieder faszinierend zu erkennen, zu sehen und beobachten, was für ein kreatives Lernfeld sie sich erschaffen, woraus sie lernen. Die dritte Gabe der Vielbegabten ist ihre Andersdenke, die Querdenke. Ihr habt sicherlich schon von diesen Worten gehört, Querdenker, Andersdenker. Und wie geht denn das überhaupt? Die Vielbegabten haben zum einen Lust zum Selberdenken. Sie machen sich gerne selber einen Reim auf die Dinge. Das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Einige übernehmen gerne die Denke der anderen, ob es Kollegen sind oder Freunde oder Familie oder auch die der Medien. Die Vielbegabten haben Lust, sich einen eigenen Reim auf die ganzen Sachen zu machen und lassen dabei die ganzen Sachen, die sie aus der zweiten Gabe, dem Lernen, erfahren haben, mit einfließen. Immer wieder faszinierend, aus welchen Ecken da die Denkansätze kommen. Die vierte Gabe der Vielbegabten ist ihr Forschergeist oder Experimentierwille. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie neugierig vielbegabte Menschen sind, wie viele Fragen sie stellen, wie offen sie sind für die Meinung anderer und auch gleich damit eine Haltung zeigen des Respekts vor einer anderen Meinung. Es könnte ja auch sein, dass es da was zu lernen gibt. Es ist alles miteinander verbunden. Ich komme nachher noch dazu. Die fünfte Gabe ist ihre hohe Sprech- und Sprachkompetenz. Vielbegabte Menschen haben irgendwie viele Worte für die Sachen. Ich sage nicht, dass sie mehr reden, aber sie kommen schnell auf den Punkt, haben eine starke Ausdruckskraft. Ja, und das ist eine Gabe in der heutigen Zeit. Die sechste Gabe, die sie haben, ist, dass sie einen hohen Selbstanspruch haben und auch einen Anspruch an andere und so immer irgendwie noch eine Schippe drauflegen. Wenn es anderen vielleicht schon reicht, dann sagen sie, komm, wir holen noch was raus. Sie heben das Niveau an und holen da Maximales aus einer Situation, aus einem Projekt heraus. Die siebte Gabe ist die Intuition. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, dass Vielbegabte mit einem Panoramabewusstsein unterwegs zu sein scheinen. Also mit allen Sinnen alles aufnehmen und dann teilweise Antworten haben. Sie können nicht erklären, woher die kommen, aber sie wissen, dass sie stimmen. Es ist eine Gabe und es ist vielleicht für andere maximal irritierend und es ist eine Gabe. Ich möchte es wirklich betonen, das ist eine so wichtige, die wir aktiv in den Austausch untereinander einbeziehen dürfen, müssen, immer mehr sollten. Und die achte Gabe, die hat irgendwie noch gar keinen Namen. Ich habe sie mal so bezeichnet, die Vielbegabten, ich mag sie. Man muss sie einfach mögen, behaupte ich. Sie sind so mögig. Sie sind einfach so aufgeweckte, offene Geister, bringen immer wieder andere Themen rein, haben
eine Situationskomik und einen Witz, der mich immer wieder begeistert. Sie kreieren eine Atmosphäre, die mich süchtig macht. Ich möchte mehr von Ihnen erfahren, ich möchte mehr mit Ihnen zusammen sein. Ich bin neugierig, was Sie heute wieder aus dem Hut zaubern. Und das ist eine Kombination aus all den Gaben, die ich vorhin genannt habe, aber auch einer Haltung zum Leben, die Sie einfach haben, für die Sie sich vielleicht auch entschieden haben und die Sie damit zum Ausdruck bringen. Sie sind mögig. Ich stelle immer wieder fest, bei all diesen verschiedenen Gaben, wie viel bei den Vielbegabten parallel läuft. Ich habe es mal so bezeichnet, wenn Sie lernen, dann ist das für Sie ganz kreativ und nebenbei sind Sie auch noch am Netzwerken. Netzwerken mit Menschen, aber auch da oben. Wenn Sie netzwerken, ist das für Sie total kreativ und Sie lernen auch noch. Und das Letzte ist, glaube ich, das Lernen, das habe ich noch verpasst, noch nicht gesagt. Das Lernen ist, wie vorhin schon gesagt, für Sie sehr kreativ und auch das hat mit Netzwerken zu tun. Ich weiß nicht, wie viele Themen Sie einfach lernen durch Zuhören von anderen. Ob es jetzt das Lesen ist, das wirkliche Zuhören, sich einen Film anschauen, es läuft immer alles parallel. Kreativität ist eine Nummer 1 Fähigkeit, heißt es in den Boardrooms, in der Teppichetage. Und diese Menschen mit diesen vielen Gaben fühlen sich seit vielen Jahren anders. Sie empfinden sich, sie nehmen sich als anders wahr. Und ihre größte Sehnsucht ist, den Platz im Leben zu finden, wo sie endlich ihre PS auf die Straße bringen können. Ich denke, Sie haben die besten Voraussetzungen und ich werde natürlich auch nicht nur von den Gaben sprechen, sondern auch von den Herausforderungen oder Risiken, vielbegabt zu sein. Das in einem nächsten Video. Falls du jetzt Lust hast, tiefer einzutauchen in das Thema, habe ich zum einen auf meiner Webseite oder meinem LinkedIn-Profil Fragebögen. Und ich habe eine Einladung für dich, denn es finden immer wieder kostenfreie Live-Webinare statt, wo wir uns unter Gleichgesinnten treffen, austauschen und einen wertschätzenden Raum schaffen für Möglichkeiten, Themen ansprechen und einfach auf weitere neue Gedanken kommen. Danke fürs Zuschauen, Ihre Katrin Stigge.